So, mit dem Kollegen müssen wir reden. Ne? Das gute alte... Oh, sogar vertont. Das gute alte gelbe Ausrufezeichen, wie man es kennt. I got this far, but there were just too many. I couldn't clear the evil that's raising our dead, but I blotted. At least for now. Okay. I need you to get back. Oh, guck mal. Tell the guards what's happened. Follow the torch, lights out the crypt. When you're outside, follow the path. Wir bekommen einen Umhang. Wir bekommen 100, ich weiß, das sind wahrscheinlich 100 Experience Points oder so und 15 Goldmünzen. Würde ich mal tippen. Alter, ist das immer noch laut. Holy shit. What the fuck? Das müssen wir, glaube ich, doch noch ein bisschen leiser machen hier. Voice ist okay und UI tatsächlich, aber... Da machen wir es mal so. Okay, turn around, interact with the body with a question mark. Mit anderen Worten, da können wir jetzt ein bisschen looten. Let's go. Machen wir das doch. Den können wir leider nicht looten. Aber den, Mate. Und guck mal, der hat für uns hier ein Buch, damit können wir wahrscheinlich zaubern. Dann hat er einen Bogen und dann hat er ein Schwert. Ah, ich muss, ah lol, ich muss choosen. Fuck. Ich muss mich jetzt für einen von drei Spielstilen sozusagen, also zumindest am Start entscheiden. Ich denke mal, wahrscheinlich habe ich am Ende noch die Flexibilität, um zu sagen, ne, ich wechsle jetzt von, also ich glaube nicht, dass es eine endgültige Entscheidung ist, wie jetzt so eine Klassenentscheidung oder so. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit einem Schwert, oder? Einfach nur, weil das halt ganz gut zeigt, was das Gameplay kann. Wir können vielleicht ein bisschen sehen, was das Action Combat hier so drauf hat. So, das ist übrigens ganz nett gemacht. Ich ziehe das hier auf den... Okay, 1 bis 3 oder 1 bis 5 sind Abilities. Left-Click ist Standard-Angriff. Wir haben übrigens auch hier eine Fackel. Wir haben ein bisschen Bandagen. Heiltränke haben wir auch. Habe ich schon... Okay, das ist mein... Ah, okay, guck mal, jetzt habe ich auf 1 habe ich hier eine Ability, den Rest habe ich noch nicht. 2, 3, 4, 5, okay. Okay, Right-Click habe ich noch nicht. Und Links-Click ist quasi der hier. Alter, ist das laut. Holy shit, ist das laut. Warum auch immer. Es ist Effects, ist wahrscheinlich Effects, ne? Drehen wir das mal ein bisschen runter. So. Ist immer noch so laut. Why? Jetzt nochmal ein bisschen runter. Okay. Gut, da können wir, glaube ich, mit leben. Juli, na dann, ich glaube, ich darf jetzt, muss ich mit ihm hier nochmal reden, ne? Gibt's Sprinten? Naja, Shift macht nix. Ability 1 ist ein Tritt. Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. Stunt wahrscheinlich den Gegner. So, was haben wir hier? Lernen wir jetzt bestimmt springen. Naja, guck mal. Erstmal hauen wir hier die Dinger kaputt, weil wenn es ein gutes Spiel ist, dann ist da jetzt was drin. Leider ist es doch kein gutes Spiel, weil da nichts drin ist, oder? Doch, da ist was drin. Wie kann ich das denn... Ja, tatsächlich. Ich habe nichts gesagt, wir haben Scrap Materials bekommen. Das heißt, das Spiel belohnt mich dafür, dass ich da hinten vorbeigeschaut habe. Ist da noch was? Na, wenn, dann komme ich da leider nicht mehr hin. Spiel belohnt mich dafür, dass ich hier den Entdeckerdrang walten lasse. Das gefällt mir schon mal sehr gut. So, wir können auch sehr hoch springen. Holy shit. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. So, das Ganze ist hier gerade, ne, natürlich ein Tutorial, Bereich. Das heißt, ich hoffe mal sehr, das Spiel gleich wird schöner. Ne, das hier dominieren ja gerade durchaus Braun- und Grautöne. Denke mal, das wird dann gleich hoffentlich ein bisschen besser aussehen. Wenn wir... Kann ich das irgendwie mit E öffnen oder so? Ja. Und es sind 8 Gold drin. Let's go. Sehr schön. Denke mal, das wird dann hoffentlich gleich in der Welt ein bisschen netter aussehen als hier. Guck mal, hier ist der erste richtige Gegner. Let's go. Ist das hier ein anderer Spieler? Bist du ein Spieler, Mate? Ja, ich glaube, das ist ein Spieler, oder? Wie kann der denn hier in dem Tutorial-Bereich schon sein? Oder bin ich gerade dumm? Der sieht mir doch aus wie ein richtiger Spieler, oder nicht? Lol. Also wenn das ein Spieler war, dann muss ich sagen, dann holy shit, weil da habe ich null mit gerechnet. Da habe ich wirklich null mit gerechnet, dass hier in dem Tutorial-Bereich andere Spieler sein können. Sehr interessant. So, das Tutorial will gerade von mir, dass ich Tab drücke, um das nochmal zu üben hier mit dem Dingens.
mit dem, okay. Wenn ich Tab drücke, ne, dann... Dann hat er hier meinen Gegner drin oder jetzt hier sogar ihn. Und wenn ich E drücke, dann kann ich's wegmachen. Ist das ein richtiger Spieler, oder? Ich sitze vor meiner Skill-Leiste. Ja, warte mal, das ist ein guter Hinweis. Ich werd mein Bild mal eben ein bisschen höher machen. Damit ihr die Skill-Leiste sehen könnt. Ja, true. So, machen wir es mal so. Können das besser sehen. Okay. Haben wir hier noch was drin? Ja, Scrap Material nehmen wir nochmal mit. Let's go. Und dann würde ich sagen, müssen wir da hoch. Wir gucken mal eben kurz hier, ob hier noch was drin ist. Irgendwas zu finden, maybe. Und ja, er läuft komisch, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch... Also es kann natürlich auch einfach der Technik geschuldet sein, dass er so komisch läuft. Aber ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen so dieser Ansatz des Spiels halt. Also, ne, so ein bisschen auch zur Grafik und so passend. Kann ich eigentlich, by the way, irgendwie... Ja, das ist definitiv ein Spieler. Kann ich irgendwie hier das Ding equippen? Oh ja. Nur dann habe ich kein Schwert mehr. Dann habe ich leider kein Schwert mehr. Das heißt, never mind. Da müssen wir im Dunkeln rumlaufen. Ich wollte hier einmal die Treppe hoch. Es ist aber so weird, dass selbst in dem Tutorial-Bereich... du schon andere Spieler siehst. Da habe ich null mitgerechnet. Und alle haben das Buch genommen. Ich bin der Einzige mit dem Schwert. Die haben alle das Buch genommen. Okay, jetzt warte. Jetzt will ich mal eben kurz hier die Fackel in die Hand nehmen. Weil wenn hier jetzt was ist, dann sehe ich halt gar nichts. Nö. Sieht aber nicht so richtig danach aus, ne? Ne. Sieht nicht so richtig danach aus. Können wir die aufmachen? Können wir auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich werde auch mal wieder das Schwert equippen. Ich hätte mich wahrscheinlich... Ich hoffe, ich kann irgendwie relativ bald mal die Waffe wechseln. Lol. Okay, das funktioniert leider nicht so gut. Weil ich würde sehr, sehr gerne... Oh, ich muss den Screencheck dringend ausstellen. Das ist ja furchtbar. Bitte sag mir, dass ich den Screencheck ausstellen kann. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Motion Blur brauchen wir auch nicht. Gott sei Dank. Ey, ohne Witz, der Screencheck war ja, der war ja schlimm. Gut, dass wir den ausstellen können. Sehr, 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 sehr gut. Mir ist gerade ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, weil dann... Ich weiß nicht, ob ich das Spiel dann lange hätte spielen können mit so einem Screencheck. Verstehe auch immer noch nicht, warum Entwickler sowas standardmäßig in ihren Spielen lassen. Und Spieler dann erstmal hoffen müssen, dass man das hoffentlich irgendwie ausstellen kann. Was nicht immer der Fall ist. Ah gut, hier ist es Gott sei Dank der Fall. Screencheck haben wir jetzt nicht mehr. Ah, okay. Lol. Okay, das, guck mal, ich habe hier drei Leisten, ne, die... Was ist diese 65%? Ich habe auf jeden Fall ganz oben, das rote ist mein Leben, das blaue darunter ist meine Mana wahrscheinlich. Und das gelbe ist... Oh lol. Ist eben meine Ausdauer fürs Dodgen. Ich weiß nur nicht, was die 65% sind, ehrlich gesagt. Scrapwood nehmen wir mit. Das weiß ich noch nicht so richtig. Ach du Scheiße, ist es dunkel hier. Oh mein Gott. So, komm, ich leuchte dir und du lootest. Was hältst du davon? Hat er nicht so Bock drauf? Dann looten wir alleine. Ah, es ist weird, dass du hier in diesem Tutorial so einfach arschdunkle Räume hast, wo einfach nichts ist. Vielleicht irgendwie, damit der Spieler motiviert sein soll, mal die Fackel zu benutzen oder so, I don't know. Vielleicht waren hier auch mal Gegner und die sind schon, oh lol. Sind schon geklärt, wie dieser Skeleton. Weiß nicht, ob die Fackel die beste Waffe ist, ehrlich gesagt. Wir rüsten mal wieder das Schwert aus. Guck mal, Improvised Buckler. Kann ich den equippen? Habe ich den überhaupt bekommen? Ne, der hat den gelootet, ne? Ich glaube, den hat er leider gelootet. Schade. So, jetzt die große Frage, sind wir hier überhaupt richtig? Gold, let's go. Wo müssen wir lang? Ich denke, wir müssen hier irgendwo lang, weil er hat ja hier...
den Punkt gerade gehabt. Guck mal, Level Up, let's go. Den Punkt gehabt. Ja, hier müssen wir lang. No, personalized loot. Fuck, ich kann's nicht looten, wenn's ihm gehört. Okay, können wir das hier anlegen? Warte mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir Physical Armor 64. Das hier ist 80. Aber hier ist so ein Schloss. Warum? Was ist hier das Problem an dem Ding? Irgendwie kann ich es nicht benutzen. Light Armor. Ah, okay, ich brauche 15 Light Armor dafür. Ich muss irgendwie mein Light Armor skillen dafür. Okay. Das scheint das Problem zu sein. Es muss irgendwie eine Art von Skillsystem geben. Warte mal, was haben wir denn hier überhaupt? Also, Martial Skills, Defensive Skills, Magic Skills. Sehr interessant. Können hier... Das ist jetzt die Frage, worauf wir gehen. Mace Fighting, Axes, Great Weapons, Marksmanship. Weiß ich jetzt natürlich noch nicht, worauf ich hier gehen will, ne? Heavy Armor, Medium Armor, Light Armor. Ich glaube, wir gehen mal für Light Armor. Tu da mal einen Punkt rein. Oder zwei sogar. Und dann tun wir mal einen Punkt in... ich weiß halt noch nicht, ob der Bogen gut ist oder ob ich beim Schwert bleibe. Ich glaube, den letzten Punkt, den behalten wir mal. So, was haben wir hier? Das ist, Skills, so wie es aussieht. Genau, das ist mein Kick und, der Rest hier, den werde ich dann nach und nach lernen, I guess. Das ist übrigens mein Rechtsklick, glaube ich. Dann haben wir hier meine Übersicht, also ne, Adventurer Level, ich bin gerade Level 2. Power Rating, also wahrscheinlich mein Item Level würde ich mal tippen. Hier haben wir mein Quest Log, maybe? Ich glaube, das ist mein Quest Log. Da nochmal eine Übersicht. Hier haben wir irgendwas und das ist wahrscheinlich der Shop. Steam Inventory Items, I don't know. Gut, schauen wir mal. Wir wollen hier immer noch rauskommen, ich will mal ein bisschen von der Spielwelt sehen. Genug Tutorial-Gedöns. Wir haben hier diesen recycelten Raum mit der Treppe, haben wir jetzt auch ein paar Mal gesehen. Es darf mal so langsam rausgehen, finde ich. Ich glaube, wir sollten jetzt die Basics gelernt haben. Hoffentlich. Ja, guck mal, das sieht gut aus. To the surface, let's go. Wir sind da. Wir sind da, Leute. Namen-Chat, sieht nach Handygame aus. Nee, das sieht überhaupt nicht nach Handygame aus. Ich finde, das sieht überhaupt... Es gibt auch kein Handygame, aber das sieht überhaupt nicht nach Handygame aus, nee. Habe schon gesehen, absolut verdient in meinen Augen, absolute Underdog, was genau? Ach, in Guild Wars 2, genau, ja, stimmt, ja, da können auch andere Spiele im Tutorial sein, true. So, jetzt sind wir in der Oberwelt und wir sehen hier direkt sehr viele Spieler, holy shit. Die alle auf dem hier rumhacken. Und sich so ein bisschen hochgrinden, den kriege ich maybe. Komm mit Dingen ist es auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit Schwert. So, das ist ein Knockback. Jetzt haben wir hier Gold, das ist meins, sehr schön. Das können wir auch noch mitnehmen. Oder? Ne, können wir nicht mitnehmen. Okay, wir können uns jetzt hier ewig... guck mal, ein Geist. What the fuck? Kann ich den angreifen? Ne. Tortured Soul. Wir können uns jetzt hier Ewigkeiten durchgrinden, aber ich würde mal sagen, wir machen mal, das, was hier von uns erwartet wird und gehen zu Genmeier. Ein Örtchen, wo wir... Hallöchen. Wo, glaube ich, die Mainquest weitergeht. Das ist auf jeden Fall hier die Welt. Ich habe hier eine Minimap oben rechts in der Ecke. Ihr seht ihr ja. Und ich weiß nicht, ob ich hier sonst noch eine Map habe. Ich habe hier Südwesten. Also quasi eine Übersicht mit den Himmelsrichtungen, mit ein paar Points of Interest. Und das finde ich auch ganz interessant. Useful Controls. Also für Target Lock, Tab, Switch Weapons, guck mal, ich kann mehrere Sachen, Waffen offenbar haben. Ist, ich weiß auch nicht, Semikolon oder so, I don't know, das müssen wir auf jeden Fall mal umlegen. Dann nochmal die Hotkeys, aber wir haben keine Map, glaube ich. Ja, sieht nicht danach aus. Könnte wieder so ein Spiel sein, das sich dagegen entschieden hat, quasi eine Map zu integrieren. Damit der Spieler irgendwie, damit es immersiver ist oder so. Warte mal, wo ist Switch Weapons? Defaults, Ship, Mounts. Kann ich nicht umändern, worauf ich Switch Weapons hab? Doch, hier. Tun wir mal auf Steuerung. Okay, Steuerung geht nicht, dann tun wir X.
Ja, Replays. Okay. Juri, wo könnte denn jetzt hier die City sein? Alter, wie viele Spieler sind hier, by the way? Alter Schwede. Was mit ihm? Choose an item. Let's go. Wir haben jetzt hier wieder so eine Art Zauberstab. Wir haben wieder so eine Art Keule. Und wir haben, ich nehme mal die Armbrust, glaube ich. Da habe ich Bock drauf. So, die testen wir jetzt nämlich mal schön aus hier. Jetzt habe ich sogar beide Waffen. Wenn ich jetzt X drücke, genau, jetzt hat er die Armbrust. Läuft übrigens auch herrlich mit der Armbrust. Wenn ich wieder X drücke, dann ist er wieder beim Dingens. Okay, interessantes System. Sehr interessantes System. Was liegt da hinten? Da leuchtet auch irgendwas. Schauen wir mal. Pock in the Chat. Vielen, vielen Dank übrigens für dein allererstes Prime hier. Ganz, ganz lieben Dank. Makeshift Bow. Kann ich das nehmen? Oh ja. Das kann ich nehmen. Kann ich aber nicht tragen, weil wir dafür, was brauchen wir? Marksman 12 brauchen wir dafür, okay. Danke fürs Prime. Vielen, vielen Dank für den Support. Einen wundervollen Tier. Lothar hat eine Roadmap bekommen. Landscapes werden überarbeitet. Handwerk soll wichtig werden. Oder wichtiger, neue Klasse. Ja, bin ich gespannt. Aber nichts mit neuem UI. Ich bin trotzdem gespannt drauf. Mal gucken. Wir werden uns das auf jeden Fall angucken. Wenn es irgendwann dann soweit ist. Lol. Okay, meine rechte Maustaste ist zu schlagen mit der Armbrust. Alles klar. Wissen wir Bescheid. So, ist hier irgendwo eine Markierung oder so zur Stadt? Nee, das ist es nicht. Dann gehen wir einfach mal hier lang. Wir müssen ja nach Genmeier. Da ist hier nochmal ein Questgeber. Moin. Goodness me. You're looking pretty rough. Did no one else make it? Afraid not. Sorry to hear that. Hallöchen. I think you should probably have a bit of a sit down. Die hat eine Menge für mich. So grab some supplies from the cart and rest up. Okay. So, die Dinger hier sind's. Und wir haben Level Up, sind jetzt Level 3. Goodness me. You're now that you've got yourself a camp. How about you cook some food on it? Okay, jetzt wird uns beigebracht, wie wir Essen kochen, so wie es aussieht. Haben wir denn hier genau Collect Grilled Meat? Ja, wie machen wir das denn? Haben wir hier irgendeine Form von Explanation, wie genau wir das machen? Warte mal, wo ist denn hier mein Tagebuch? Das ist hier, so. Wir können mal beides tracken. I've been asked to collect some wolf meat and cook it over my new campfire. Aber ich habe doch gar kein Campfire. Wie kann ich das denn machen? Wir können... Ah, hier. Doch, never mind. Use. Ja, okay, alles klar. So, habe ich wolf meat schon da? Ja, ich habe auch ein wolf meat da, ne? Ja, okay. Wo kann man das denn mal hinstellen? Das muss wahrscheinlich grün werden dafür, oder? Nee, muss es nicht. So, okay. Jetzt können wir daran, so wie es aussieht, diverse Dinge machen. Wir können uns diverse Werkzeuge machen, was wir auch gleich machen werden. Aber erstmal sollen wir Grilled Meat machen. Also klicke ich mal hier drauf. Craft. Kann ich nicht sagen, mehr als eins? Kann ich hier nicht die Menge erhöhen? Bitte sag mir nicht, dass ich jedes einzeln machen muss. Kann ich hier nicht irgendwie zwei daraus machen? Nö. Offenbar nicht. Offenbar muss ich alles einzeln machen. Das ist natürlich sehr schade. Wüsste zumindest leider nicht wie. Nee. Das ist nicht das Richtige. Nee, es sieht danach aus, als könnte ich immer nur eines gleichzeitig craften. Okay. Schade. Das Spiel ist leider nicht Free-to-Play, ne. Leider nicht. Es kostet, glaube ich... Ich glaube, es waren so 20 Euro oder sowas. Ich bin da, wie gesagt, draufgekommen, weil es extrem gute Wertungen bekommt. Da haben sehr viele Leute sehr, sehr viel Spaß mit. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Jetzt kann man das gleich abgeben. Ich werde mir aber gleich... Ah, wahrscheinlich gibt ihr mir jetzt gleich eine Quest dafür, dass ich mir Sachen herstelle und so. Es hat eben extrem gute Wertungen bekommen. Ich wollte es mir unbedingt mal angucken. Great work. Es ist aber leider nicht Free-to-Play. Es kostet, wie gesagt, ich glaube 20 Euro oder irgendwie sowas. Ich weiß auch immer noch nicht, was diese Prozentanzahl bedeutet neben meinem Leben. Diese 29% da. Keine Ahnung, was das bedeutet. Okay, er hat aber keine Folgequest. Das heißt, wir stellen uns einfach mal ein paar Dinge her, würde ich sagen.
Wir machen uns mal zum Beispiel so eine Lumber-Axe, würde ich sagen. Let's go. Skinning Knife klingt auch gut. Mining Pick klingt sehr gut. Wir machen uns mal basically alle Werkzeuge, die wir so brauchen. So, hier vorne eine. Eine Sickle können wir uns mal machen. Was haben wir hier sonst noch? Fishing Pole haben wir leider nicht mehr genug für. Speer können wir machen. Bogen können wir herstellen. Aber da haben wir alles leider nicht genug für. Bandage können wir noch machen, aber ansonsten war es das. Das ist alles, was wir hier an dem Lager machen können. Ein paar Bandagen, ne, wenn es mal haarig wird. Wir brauchen ein bisschen Heilung. Haben wir uns davon ein paar. Okay, Never Mind, es hat nur für eine gereicht. Schade. Dachte, wir können uns davon ein paar mehr machen. Aber gut, jetzt haben wir hier diese ganzen Werkzeuge. Jetzt will ich mal einfach mal gucken, ob ich... Übrigens, schöner Regen, oder? Der klingt richtig gut. Ich mach mal ein bisschen lauter, achtet mal drauf. Wahrscheinlich das hier. Ja. Ich finde, der ist richtig gut gelungen. Klingt total natürlich. Gefällt mir. So, kann ich jetzt einen Baum abhacken? Kann ich jetzt irgendwie einen Baum abhacken? Oder da hinten war doch auch so ein Erz, ne? Muss ich das irgendwie equipped haben? Ah, hier. Da muss ich es equipped haben. Da kommt der hin, da kommt der hin, da kommt der hin und da kommt der hin. Schaufel haben wir nicht. So, geht's jetzt? Oder geht es nur an spezifischen Bäumen? Wie ist denn Holzhacken? Warte mal. Steht es hier bei? Ne, hier steht es nicht bei. Dann unter Controls vielleicht. Also, Weapons wegstecken, blocken, Reload, Jump. Crouchen, das ist Laufen, Collect, Interact. Fisch. Ne, es müsste eigentlich... Müsste er denn... Warte mal, muss ich das wegstecken vielleicht? Und jetzt? Ne. Wann kann ich denn... Welche Bäume kann ich denn abbauen? Vielleicht sind nur spezifisch. Ich suche mal eben kurz hier die. Hier war doch irgendwo eine Ohr. Da war doch irgendwo so eine Ader. Vielleicht kann ich die abbauen wenigstens. Sonst weiß ich leider nicht, wie es geht. Die war da hinten. Vielleicht hat die der eine hier, der vorbeigekommen ist, schon... Ja, der hat die, glaube ich, leider schon abgebaut. Schade. Hier war, ich glaube nämlich, hier war einer. Da hätten wir das vielleicht mal üben können. Weil ich leider nicht weiß, wann genau ich... Oder wie genau ich die Sachen hier benutze. Leider. Was ist Druidismus? Wahrscheinlich Heilungsmagie, ne? Ich würde mal tippen, es ist wahrscheinlich Heilung oder sowas. Okay, ja, wir haben ja sowieso keine andere Wahl. Also würde ich sagen, laufen wir mal ein bisschen hier rum und schauen, ob wir noch entweder die NPCs finden. Oh, guck mal, hier ist ein Wolf. Let's go. Alter, braucht der lange zum Nachladen. Oh mein Gott. Holy shit, der hat mir richtig gegeben. Ah, guck mal, jetzt nehme ich ihn auseinander tatsächlich. Warum hat es denn jetzt da geklappt und bei den Bäumen nicht? Muss ich mich an der Stelle mal fragen. Warum hat es da geklappt und bei den Bäumen kann ich die nicht abpacken? Vielleicht sind es wirklich nur so ganz wenige spezielle Bäume, die du irgendwie fällen kannst oder so, ich weiß es nicht. Sitze momentan verletzungsbedingt zu Hause und auch ein gutes Time-Eating-Game hat... Suche ein gutes Time-Eating-Game. Civilization 6. Civilization 6 kann ich dir da sehr empfehlen. Ah, das sind meine Erfahrungspunkte. Klar, klar. Ihr habt natürlich völlig recht. True, true. Mit was erkauft sich das Spiel denn seinen Minimalismus? Ich glaube sehr mit den Freiheiten, die du hier hast und mit dem Social, mit der Social-Komponente. So wie ich das mitbekommen habe bei Leuten, die das sehr mögen. Ich glaube, ich habe es ja ausgerüstet. Also, die Dinger sind ja hier in diesen Slots. Ne? Hier meine Axt und so. Das ist ja, es ist ja basically ausgerüstet. Also hier rein kann ich es nicht nehmen. Ich kann es nur hier rein tun. V
Von daher normalerweise müsste er, hängt ja auch hier dran und so. Normalerweise, wenn ich das abbauen kann, dann müsste der das eigentlich machen. Gut übrigens, dass der nicht wegrennt und sich wehrt. Weil hier funktioniert das, ne? Wenn das hier grün leuchtet so, kann ich E drücken und dann macht er das. Jetzt kriege ich hier Leder. Ich glaube, jetzt kriege ich nichts mehr, ne? Leder, vor allem Leder, eigentlich nur Leder, sehr viel Leder. Können wir gleich mal gucken, ob wir daraus ein bisschen Armor craften können oder so. Aber es funktioniert halt nicht bei den Bäumen und ich verstehe nicht, warum. Ah, naja, gut. Ist nur eine Kleinigkeit. Vielleicht bringt uns. Vielleicht brauchen wir erstmal irgendwie einen Lumber. Also so ein Holzfäller-Skill oder sowas dafür. Kann natürlich sein, wissen wir natürlich nicht. Wir müssen sowieso erstmal hier diese Stadt finden. Und die ist mit mir da oben hier angezeigt. Ne? Genmeyer Village, 200 Meter vor uns. Das heißt, wir laufen einfach mal stupide in die Richtung. Und schauen mal, wann wir da hinkommen. Ob wir da ankommen. Mal gucken. Sieht aus wie New World Pre-Alpha. Ja, also ich glaube, es hat zumindest so vom Berufssystem geht so ein bisschen in die Richtung. Also ich habe halt hier diese ganzen verschiedenen Disziplinen. Oh, guck mal, was leuchtet da denn? Das heißt, ich habe halt Bergbau, Holzhacken, kann Tiere auseinandernehmen und so weiter und so weiter. Aber es hat halt nicht ganz die Produktionsqualität von New World. So, kann ich mit denen, das sind einfach nur Fackeln. Okay, ich dachte, das wären irgendwelche mythischen Feen oder sowas, aber es ist einfach nur eine Fackel. Nevermind. So, was bist du? Shrine of the Kami. Fills you as you draw in its essence. Okay. Okay. Glaube ich einfach nur ein Schrein, der mir irgendwie Erfahrungspunkte bringt. Zumindest wirkt so. Guck mal, was haben wir denn da? Ist das Schiff von einem Spieler oder ist das Schiff von einem... Vom ist es KI quasi? Weil ich hatte vorhin gesehen, in den Optionen gibt es ja... hier Schiff. Also du kannst offenbar sogar mit dem Schiff unterwegs sein. Es könnte sein, dass das hier ein Spielerschiff ist. Und in 900 Metern ist ein Dungeon Entrance übrigens. Es könnte sein, dass das hier ein Spieler... Aber kann ich das klauen oder so? Kann ich da drauf springen? Ja, kann ich. Kann ich damit fahren? Ja! Lol! Als ob. So, Anker gesetzt. Let's go! Komm. Warum? Was mache ich hier gerade? Klaue ich hier gerade wirklich einem Spieler sein Schiff? What the fuck? Ich meine, irgendwem muss dieses Schiff doch gehören, oder? Oh mein Gott. Geil, wäre jetzt geil, wenn er irgendwie jetzt so, ne, jemand mit einer pöbelnden Faust da hinten ankäme. So nach dem Motto, was machst du mit meinem Schiff, Kollege? Das ist hier nicht GTA, aber offenbar ein herrenloses Schiff. Hier steht auch mit Pack E, warte mal. Wenn ich E drück, ne. Passiert nichts, wenn ich E drück, schade. Ja, also es gibt auf jeden Fall Seefahrt. Ich weiß nicht, ob es personalisierte Schiffe gibt oder ob man sich einfach einen schnappt, das irgendwo am Wegesrand rumlungert, ne, und dann kannst du damit halt durch die Gegend düsen. Ach, komm mal, ich kann es auch abschließen mit F. Sowieso aussieht. Wir ankern mal eben kurz hier an Land oder an der Küste da, weil ich ja sowieso jetzt zu dieser Stadt muss eigentlich. Ich hatte ja dieses Schiff eher nur so zufällig gefunden. Hat übrigens auch kein wirklich tiefgehendes Segelsystem dahinter. Ich kann halt A und D drücken. Für links und rechts und das war's halt. Und dann kann ich, what the fuck? Schießt da wer auf mich? So, wir crashen jetzt. Passiert aber nichts. Mir war so, als hätte gerade jemand auf mich geschossen, oder? Vielleicht ist es auch einfach nur das Schiff, das Schaden kriegt. Okay, wie kann ich denn jetzt das Schiff verlassen? Gerade hat es mir noch angezeigt, jetzt sehe ich ja nichts mehr. Hallo? Dismount Leaf Vehicle X. Macht aber nicht. Ah, weil ich auf X Waffenwechsel habe, warte mal. Dann machen wir Waffenwechsel mal auf... Wenn es nicht X sein darf, machen wir es mal auf Q oder so. So, okay. So, on foot. Oder können wir das hier ändern? Nee.
Ah, hier, Exit Vehicle, ja, machen wir mal T oder so, I don't know. So, wenn ich jetzt T drück. Was ist das denn hier? Habe ich jetzt irgendwas auf T gelegt, was... Warte mal, Toggle Sprint, Collect All Items. Was ist das für ein Menü hier? Ich drück T, das soll eigentlich Vehikel verlassen sein, aber dann kommt das Ding hier. Aus irgendwelchen sehr weirden Gründen. Brennt das? Brennt, sehe ich das gerade richtig, dass mein Schiff brennt? What the fuck is happening? Warte mal, so. Controls. Ship. Da machen wir Exit Vehicle, machen wir stattdessen, was weiß ich, B. Ne, er macht nichts. Ich kann dieses Schiff hier nicht verlassen. Weder mit C, noch mit B. Ich glaube, ich bin zum Sterben, verdammt, Leute. Das war eine Falle. Aber das wäre so geil, wenn es wirklich eine Falle wäre. Dass es quasi Schiffe gibt, die, wenn du sie stiehlst, dann verlierst du irgendwann die Kontrolle und es fängt an zu brennen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht raus aus dem Schiff. Es gibt keine Möglichkeit. Es gibt hier so ein Exit Vehicle Knopf, aber wenn ich den drücke... Na, hier steht es noch als X, aber ich habe es ja umgelegt. X ist ja bei mir Waffenwechsel. Ah, das ist auch... Warte mal, das ist einfach nur, weil ich dann die Fackel in der Hand habe, ne? Genau, weil ich hier noch die Fackel... Dann machen wir das hier mal erstmal. So, und jetzt? Kann ich aber das Schiff immer noch nicht verlassen. Ich glaube, ich fürchte, ich muss mal eben ausloggen und mich nochmal einloggen, weil ich weiß nicht, ob ich hier dieses Schiff jemals wieder verlassen kann. Also wenn ich den Knopf drücke, der für Schiff verlassen halt da ist, ne, in dem Fall hier für Exit Vehicle, also B, ich kann es auch nochmal versuchen auf, was weiß ich, ich lege es mal auf N oder so. Oder habe ich es aus Versehen gelockt mit F? Nee, also er will, ich weiß nicht, vielleicht ist es verbuggt oder so, weil ich jetzt hier in die Dinger reingefahren bin. Ich logge mal eben aus und neu ein. Ich fürchte leider, das wird uns nicht erspart bleiben. So, okay, Enter World. Let's go. Triple A Tier halt, ja, ganz klar. Das ist auf keinen Fall ein Indie. Und ja, das war meine Fackel, ja. Ich hatte irgendwie gedacht, oh lol. Was ist denn jetzt los? Okay, kann ich schwimmen, by the way? Kann ich schwimmen? Oder trinke ich? Na, ich kann schwimmen. Okay. Ja, das war dieses glorreiche Abenteuer mit dem Schiff. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob ich stehlen kann. Und ja, ich konnte stehlen. Aber, naja. Allzu heroisch ist es nicht geendet. Du brauchst ein Ufer zum Aussteigen. Okay, aber das Problem ist, ich habe es da nicht gar nicht mehr wegnavigiert bekommen. Das ist das Problem. Also ich konnte kein Ufer finden, weil, ich das gar nicht mehr steuern konnte. Ich hatte ja eigentlich vor, jetzt hier quasi diesen Weg hier zurückzufahren und dann halt irgendwann am Ufer quasi wieder an Land zu gehen. Aber ich habe das Schiff halt gar nicht mehr gesteuert bekommen. Ich glaube, das ist einfach verbuggt da jetzt, so wie es da drin ist. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen das Problem. Es ist halt einfach verbuggt. So, hier komme ich leider nicht hoch. Nee. Das heißt, wir müssen hier lang laufen. Und das war's dann auch schon. Ufer sind rar gesät. Da hinten ist eins, aber da ist ja genau die falsche Ecke. Wir wollen ja hier in die City zurück, die hier ist. Also quasi 300 Meter in die Richtung. Das heißt, wir müssen den Rest der Strecke leider hier nochmal ertrinkend schwimmen. Weiß auch gar nicht, womit ich meine Höhe hier bedingen kann. Kann ich tauchen einfach, wenn ich die Maus nach unten drücke? Oh ja, Tatsache. Ist einfach, wie ich meine Maus habe. Ah, das ist interessant, dass man hier nicht nur schwimmen, sondern sogar tauchen kann. Das Ganze nämlich relativ selten. Ich kann ja hier zum Grund tauchen, einfach zum Testen. Oh mein Gott, geht das hier tief und du siehst nichts. Das lieb ich ja. Das lieb ich ja, so ins absolute Schwarz zu tauchen. Oh mein Gott. Okay, aber es ist zumindest möglich. Also das, da hätte ich nicht mit gerechnet. Dass du hier richtig tief tauchen kannst. Vor allem, weil ich auch nicht weiß, warum. Also...
Aus welchem Grund man das machen sollte. Vor allem im Login-Screen gibt es Vegetation und im Game nicht außer Bäume, ist es so. Hab ich ehrlich gesagt noch nicht drauf geachtet. Kommt das Game jetzt öfter? Ich weiß es nicht. Ich wollte auf jeden Fall mal reinschnuppern und gucken. Vielleicht kommt es nochmal. Ich muss mal schauen. Mal gucken, was es so kann, weil ich finde es immer noch sehr, 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 sehr spannend tatsächlich. Ich finde es halt ein Spiel, bei dem... Also für so ein bisschen das, was alle Indies wollen. Also ein Spiel, das sich sehr... Das sich nicht an die Hand nimmt, wo du selber viel entdecken musst und so. Aber wir haben hier halt erstens haben wir ein Action-Combat-System. Was zumindest besser klappt als bei den meisten anderen Indie-MMOs, die ich so kenne. Zweitens haben wir relativ viel so RPG-Elemente, also ne, so Skillbäume und so weiter, die ganz, ganz nett aussehen. Und drittens sind halt die Leute, die, also es hat wohl Content und die Leute, die es halt länger spielen, sagen halt, dass dieser Content gut ist. Ne? So ein bisschen wie bei einem Projekt Gorgon oder so. Und dementsprechend... Oh lol. What? Hat er mir auf den Schnüss gegeben? Und jemand dem fast gar keinen Schaden. Beziehungsweise, Alter, okay, das ist nicht mein... Das ist kein Gegner, den ich, glaube ich, bekämpfen soll. Der one-shottet mich, basically. Es ist halt leider sehr clunky. Es ist halt leider sehr, sehr clunky. Hat er jetzt die Aggro verloren? Ja, naja, zumindest wieder vollgeheilt. Leider ist das Gameplay relativ clunky. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass es ein bisschen runder läuft, aber es ist halt schon sehr, ich sag mal, nicht AAA, nicht AA, sondern eher so ein einzelnes, kleines A. Was, ne, versucht irgendwie hier ein MMO auf die Beine zu stellen. Das ist leider nicht so flüssig, wie ich gehofft hatte, muss man sagen. Hast du schon mal einmal so Rift gespielt? Ja, und das Ding fand ich katastrophal schlecht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Du hast die Grasdichte in den Einstellungen nicht hochgedreht, warte mal. Wie sind meine Einstellungen gerade? Ah ja, tatsächlich, ja. Komm, drehen wir das hier mal schön hoch und die Distance können wir auch mal ein bisschen höher drehen. Vielleicht ist es nicht ganz so krass, machen wir es mal so. Weil die Performance soll ja auch noch ein bisschen Ja, guck mal, jetzt sieht es auf jeden Fall besser aus. Und wir sehen auch weiter. Bisschen komisch, dass es nicht von vornherein halt ja, höher gedreht, sondern bei 0. Warum auch immer man die Grasdichte bei 0 hinstellt, aber I don't know. So, jetzt sehen wir zumindest ein bisschen weiter und wir sehen, aber das ist halt jetzt... Ich merke halt sofort, dass es auf die Performance geht. Vielleicht haben sie es deshalb nicht gemacht. Das ist natürlich schade. Aber es sieht auf jeden Fall wesentlich schöner aus. Ich mag auch den Grafikstil eigentlich ganz gern, muss ich sagen. So, ich wollte noch mal eben kurz hier den Wolf mitnehmen, bevor wir in die Stadt gehen. Da haben wir auch die Quest, die wir abgeben können. So, ich habe übrigens, glaube ich, keine Pfeile. So, der macht mir übrigens auch ganz gut Schaden. Sehr gut Schaden sogar, aber die Wölfe, mit den Wölfen können wir es noch aufnehmen. Mit den Goblins wiederum, das wird, glaube ich, schwierig. Und ich glaube auch irgendwie, ich sollte mal Magie lernen, weil ich glaube, Magie ist ziemlich nice. Die laufen ja alle mit Magie rum. Immer wenn ich andere Spieler sehe, dann benutzen die Magie. Das, by the way, sieht auch so komisch aus. Dieses Aufploppende. Jedes Mal, wenn ich ein Item aufsammle. Die meisten Leute hier laufen mit Magie rum. Von daher, wahrscheinlich ist es sogar ziemlich gut. Ich muss es mal testen. So, wer seid ihr beiden denn hier? Greetings. Oha, Quest started. Jetzt sind wir in der ersten großen Hub-Area, so wie es aussieht. Kann ich das hier looten? Nein, kann ich nicht looten. Kann ich leider nicht looten. Was haben wir hier? Kann ich da rein? Naja. Gebäude sind wahrscheinlich auch nur dann betretbar, wenn die Tür offen ist, würde ich mal tippen. Hier ist ein Priester. Kann ich mit dem reden? Do you require skill gems? Guck mal. Magic Missile. Kann ich bei dem kaufen für 50. Ich habe 63 Gold, was übrigens auch wunderschön visualisiert ist. Die Anzeige hier ist großartig. So, Fire Totem. Das klingt fucking geil. Some of Fire Totem which fires fireballs at enemies. Holy shit, das will ich gerne haben.
Das würde ich sehr. Die Frage ist nur, wo bauen wir das dann ein? Ich kaufe mal einfach das testhalber. Skill gems grant you access to new abilities. Use the K key to equip it. Okay. Okay, was ist das hier? Rifle, das ist die Rifle Smash von der Dingens. Von der Armbrust. Okay. So, und wann kann ich das jetzt machen? Das liegt ja jetzt nirgends drauf. Ich glaube, ich muss da irgendwie. Warte mal. Ich muss, glaube ich. Muss ich das da drauf ziehen? So, okay. Ja, jetzt kann ich es machen. Komm, dann gehen wir mal raus und probieren mal unsere neue magische Attacke, würde ich sagen. An irgendeinem Wolf oder so, der mir hier über die Flinte läuft. Oder vor die Flinte. Deep Frozen, vielen Dank, by the way, für die 4 Monate. Danke für die Unterstützung. Wie läufst du denn mit WASD? Aber du meinst natürlich ne, die Laufanimation. Und ja, die ist ein bisschen... sein Graubart, vielen Dank für den Follow. Die ist ein bisschen... bisschen gewöhnungsbedürftig, da bin ich ganz bei euch, aber ich finde jetzt echt, also mich stört es nicht, weil das soll ja offensichtlich, ist ja offensichtlich mit Absicht so ein bisschen goofy-mäßig. Ist jetzt, muss ich sagen, nichts, was mich jetzt krass stören würde oder so. Das stört mich eher so, dass das Gameplay ein bisschen zu clunky ist in den Fights. Das, muss ich sagen, stört mich da wesentlich mehr. Und ich wünsche, dass es die Ashes Alpha ist, es ist aber leider nicht die Ashes Alpha. Ich wünschte, es wäre die Ashes Alpha, aber das ist leider nicht der Fall. Das ist die Adventurous Domain Online. Wie gesagt, ein Indie-MMO, das sich über sehr, 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 sehr gute Reviews freut, was sehr beliebt ist. Und so ein kleiner Indie-Geheimtipp. Und deshalb wollte ich mal reingucken. Um mir selber ein Bild davon zu machen, was das Ding so kann. Jetzt hier natürlich kein Wolf mehr, den wir abschnetzen können. Jetzt, wo wir einen bräuchten, ist natürlich hier niemand da. Komm, wir gehen mal in den Wald, in den dunklen. Nachthimmel, by the way, sieht auch sehr schön aus. Aber ich meine, der Nachthimmel sieht mittlerweile bei allen MMOs sehr schön aus. Also das ist auch keine große Kunst mehr, glaube ich. Können wir die looten? Ne, können wir leider nicht. Da ist noch ein anderer. Wann kann man denn mal einen Baum hacken? Der müsste ja so grün leuchten, weil wenn man irgendwie ein Rentier töten oder so, dann leuchtet es ja... Oh, Hallöchen. Dann leuchtet es ja grün. Das macht 3 Schaden. Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Ach du Scheiße, der macht mich, der Wolf. Der macht mich aber vollständig. Ich habe nur 3 Leben. Ach, ich habe... Oh mein Gott, das war aber sehr, sehr knapp. Holy shit, das war knapp. Habe ich eine Bandage oder sowas? Warte mal. Ja, hier. Das war eine ganz, ganz knappe Nummer. Unser magisches Projektil ist ein Witz. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen Magie trainieren oder so, bis es irgendwie gut wird. Wir haben ja sowieso noch ein paar Skillpunkte. Vielleicht sollte ich die auch mal verteilen. Das ist, glaube ich, nicht die schlechteste Idee. Ich truste mal ein bisschen in die Magie. Und verteile. Es ist halt schade, dass er mir nicht anzeigt, was das hier ist. Manifestation, Okkultismus, Protection. Wo stecken wir hier unsere Punkte rein? Vielleicht nochmal eine Light Armor. Ich gehe mal ein bisschen auf Okkultismus und auf Manifestation und auf Druidismus. Ja. Vielleicht nur einmal Swordsman. 2 Punkte habe ich immer noch übrig. Komm, dann nehmen wir nochmal einen. Kann ich denn sehen, mein Skill, zu welchem Baum der gehört? Warte mal. Wozu gehörst du denn? Ist das jetzt Manifestation oder Okkultismus? Wahrscheinlich Manifestation. Das steht da nicht bei. Steht da nicht bei. Ich muss raten, wozu das gehört, glaube ich. Das ist natürlich schade. Weil wie soll ich jetzt wissen, welcher dieser Punkte, wahrscheinlich Manifestation, aber welcher dieser Punkte zu diesem Skill gehört? Also wodurch der Skill jetzt besser wird. Woher soll ich das wissen? Ich sag mal Manifestation, I don't know. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns da so ein bisschen reintasten, glaube ich. Da ist nochmal ein Wolf. Wir können ja mal gucken, ob unser Skill jetzt mehr Schaden macht. Jetzt, wo ich 4 Punkte da drin habe. So, vorhin waren es 3 Schaden. Jetzt? Sind es 4 Schaden.
Wahnsinniger ein Schaden mehr. Und ich habe eine Cast-Zeit. Also das ist noch nicht so das Gelbe vom Mai, glaube ich. Da ist unser, da war unsere Armbrust bis jetzt wesentlich besser. Das macht halt gar keinen Schaden. Ja, was du nicht sagst. Ist er tot? Nee, er ist nicht tot. Shit. Okay, jetzt ist er tot. Okay, also man muss es ein bisschen gewöhnungsbedürftig tatsächlich, wie Waffen benutzt werden müssen und was wie viel Schaden macht, weil ich habe das Gefühl, Magie ist irgendwie doch nicht so geil. Zumindest nicht jeder Skill, den ich gelernt habe. Da ist die Armbrust bis jetzt definitiv meine beste Waffe gewesen. Die macht dem Wolf deutlich, deutlich mehr Schaden. Schau dir mal bitte Project Honor an. Upcoming MMORPG, hab große Hoffnung. Teil mir das mal auf dem Discord, dann gucke ich mir das an. Gerade erst reingeschaltet, wo gibt's das Game? Denn Steam. Das ist tatsächlich Steam. Adventurous Domain Online. Findet man auf Steam. Ist da ein Buy-to-Play-MMO für, ich glaube, irgendwie 15 Euro oder sowas. Nicht allzu viel, aber ja. Frage mich halt, was die Entwickler mit so einem Spiel vorhaben. Ich meine, der Markt schreit nach neuen, frischen, innovativen Ideen. Wird man mit sowas, auch wenn es noch Early Access ist, nicht viel erreichen? Das kommt halt drauf an. Also, ich glaube, der MMO-Markt ist halt sehr, sehr divers. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen und so. Und du kannst, glaube ich, mit dem nischigen MMO, wenn du es gut machst, schon auch einiges erreichen. Das Ding ist halt nur, du musst es halt gut umsetzen. Ist das ein feindlicher Wolf? Ja, man sieht so aus. Und das ist natürlich alles andere als einfach, das ist schon klar. Do you require skill gems? Wirkt aber jetzt mit dem Grad irgendwie ruckelig oder nicht? Es ist auf jeden Fall ruckeliger geworden, ja. Ich weiß nicht, ob es bei euch ruckelt. Ne, auch nicht so richtig, ne? Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so geschmeidig. Aber wir können es vielleicht auch noch ein bisschen runter tun. Machen wir es mal so. Sollte auch noch passen. So. Do you require skill gems? Das ist jetzt der Priester. Der hat aber immer noch, sind immer noch dieselben Sachen. Dieselben Items, die ich da kaufen kann. So, da müssen wir hin für eine Quest. Der ist wahrscheinlich da oben drin. Ah ne, guck mal hier. Jobs. Check for Jobs. Orc Raiders, The Beast of the Mountains, Wolves at the Door, Wanted, Bowls for the Guards und irgendwas. The note suggests the town has been struggling with Orc Raiders and offers coins for assistance. Also das sind 80 Öcken, die wir da einstreichen können. Das ist natürlich nicht schlecht. Wir können mal alles annehmen, warum nicht? Auch wenn ich nicht glaube, dass wir das meiste davon schon machen können. Oder abschließen können. Sieht nicht danach aus. Für das meiste werde ich wahrscheinlich zu schwach sein, befürchte ich. Aber wir können es zumindest mal annehmen. So, wo haben wir denn hier noch was? Irgendwie ist hier auch noch ein Ausrufezeichen bei dem. Kann ich bei dem nicht irgendwie eine Quest annehmen oder so? Ah, der ist die Statue wahrscheinlich, ne? Ja. Recover Health and Stamina Set Respawn. Okay, machen wir mal das. So, okay. Der hat hier Skelette gesummoned. Also das scheint auch eine Facette des Spiels zu sein, dass du halt als Magier deine eigenen okay, das ist ein Lore-Punkt. Deine eigene, ja, so ein bisschen so Necromancer-mäßig spielen kannst mit deiner eigenen Untotenarmee. Scheint auch eine Möglichkeit zu sein, hier das Spiel zu spielen. So, der Kollege hat eine Quest für mich. Hallo. Moin. Wie kann ich das hier loswerden? Okay, geht automatisch. So, got any work mining, got any work smithing oder wir können da Sachen kaufen. Always look for all of your looking for coin. Okay, was gibt er mir dafür? Skill Gem, passiv. Wie viel braucht er denn? Bring me 10 and I'll show you how to make ingots. Okay, wie viel haben wir jetzt? Wir haben jetzt davon, warte mal. Iron haben wir 4. Das heißt, wir brauchen noch 6 weitere. Dann können wir die Quest da abgeben, so wie es aussieht. Aha. So, was müssen wir dafür machen? Smithing. Offered coin return for 5 iron swords. Okay, 5 Schwerter müssen wir dem machen. Was haben wir hier noch? Craft bows, okay. Diverse Dinge, die wir machen können. Was ist das? Der Kollege ist wahrscheinlich für Engineer. Hey,
Okay, der hat's. Wir können bei dem theoretisch eine Schaufel kaufen. Wir haben ja leider noch keine. Komm, wir kaufen mal eine Schaufel. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Wir haben nämlich hier für so einen Slot. Den hier. Das ist der einzige, der noch offen ist. Hä, was? What? Aber ich habe noch einen Schaufelslot. Warum kann ich das denn nicht equippen? Ich habe auch einen Schaufelslot, Mate. Naja, will er irgendwie, aus irgendeinem Grund will er das nicht machen. By the way, wie stehe ich hier eigentlich in dieser Übersicht? Warte mal. Okay. Nee. Die haben wir umsonst gekauft. Die will er leider nicht equippen. Schade. Und ich dachte, geil, jetzt können wir auf Schatzjagd gehen. Aber dem ist offenbar nicht so. So. Alchemist. Guck mal, da kann man hier dieses Spellbook kaufen. Was, glaube ich, so eine Art Waffe ist. Aber die kostet 120. Das sind wir weit von entfernt, leider. Da sind wir leider weit von entfernt. So, hier lernen wir fischen. Das kostet allerdings leider auch 20. Können wir uns leider nicht leisten. Plenty of fish down at the river, bring me three. Okay. Wir können für die jetzt fischen, leider können wir aber leider keine Angel herstellen. Oder kaufen. Bei beidem sind wir noch relativ weit von entfernt. Ich bin jetzt halt auch komplett pleite. Ich habe noch 3 Gold. Das heißt, wir müssen wohl oder übel in die Wildnis und gucken, dass wir da ein bisschen Gold machen, so wie es aussieht. Wir haben aber auch immer noch hier die Main Story eigentlich. Die müsste doch hier eigentlich auch noch irgendwo. Hier, bring news to Genmeier. Die haben wir aber noch nicht gemacht. Die müsste hier, eigentlich müssen wir die irgendwo hier noch abgeben können. Die Frage ist nur, wo. Hier ist noch ein Ausrufezeichen, da hinten vielleicht. Ja, guck mal. Wahrscheinlich irgendwo hier. So, was bist du? Simmons. Recovery sometimes restores health oder sometimes restores mana. Wir gehen mal für Leben, weil ich glaube, Leben ist wichtig. Die Weisheiten von Nenburg, oder? Ich glaube, Leben ist wichtig. Stark. Sehr stark. Okay, wie kann ich das equippen? Kann ich das überhaupt irgendwie equippen? Muss ich das überhaupt equippen? Ja. Okay. Gut. So, was bist du? Pete Broadchest. Hat auch noch eine Quest für mich. Moin, Pete. Okay, der hat Lumberjacking gedöns. Wo ich immer noch nicht genau weiß, wie das jetzt funktioniert, ehrlich gesagt. To collect wood, you need a lumber axe, equip it and find suitable fallen lumber. Okay, das funktioniert nur bei Gefällt, also bei Bäumen, die liegen. Sehr interessant. Das gefällt, also ich kann nicht einfach durch die Welt gehen und irgendwelche Bäume fällen, sondern es geht nur, wenn die Bäume schon liegen. Jetzt erklärt sich, warum ich die ganze Zeit keine Bäume hacken konnte, weil du tatsächlich dafür... Was ist das hier? Einen liegenden Baum haben. Achso, und es wird Nacht übrigens. Das ist, glaube ich, ein Dungeon, ne? Ist jetzt die Frage, will ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Alter, what? Genmeier Mine, oh mein Gott. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Angst. Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner. 40 Leben hat er. Ich bin gleich tot. Ich kann mich nicht mal gegen Bett zur Wehr setzen. Ich hab noch 13 Leben. Ja, ich glaube, wir brauchen irgendwie besseres Gear oder sowas, ne? Ich glaube, wir brauchen eine bessere Lederrüstung und wir brauchen bessere Schwerter. Also wir müssen wahrscheinlich noch nicht in diese Mine hier rein. Ich glaube, die ist vielleicht noch ein bisschen hoch für uns. Mal gucken. Läuft jeder so oder nur dein Char? Nee, so läuft jeder. Du siehst ja hier die anderen Spieler. Es sind übrigens sehr viele Spieler, wie ich finde. Und die Laufanimationen sind bei allen gleich. Also wer sehr sensibel auf Laufanimationen reagiert, die sehr goofy sind, der findet hier wahrscheinlich nicht sein Spiel. Weil das ist tatsächlich bei allen, würde ich sagen, so ziemlich dieselbe Animation. So wie das aussieht. Verstehe zum Beispiel schon gar nicht die Story. Wer ist man da? Ich glaube, Story spielt keine Rolle.
Ich glaube nicht, dass Story hier eine große Rolle spielt. Ich glaube, das ist ein Sandbox-MMO ohne großen Story-Bezug. Es hat ja nicht jedes MMO eine Story, die irgendwie im Vordergrund steht. Die meisten Sandbox-MMOs haben keine relevante Story. So, Get us some meat, okay. Können wir akzeptieren? Hat er noch was? Ja. Looks like you've got the good eye there. Afraid you're right. Not seen anything like it in all my years. We think the orcs have used bad magic to stop by. An upstanding fellow by the name of Nicholas used to defend us from their magics. I'm sure he can help. But he left our village some. Okay, we must Nicholas finden. Here there. Gut. Here's what I have. Er hat Äpfel zu verkaufen. Okay, die bauen wir nicht. Haben wir denn jetzt mittlerweile eigentlich die Main Story abgegeben? Oder ist sie immer noch offen? Explore again. Ja, die haben wir abgegeben tatsächlich. Find the Mage Nicholas ist jetzt die nächste Main Story, so wie es aussieht. World Story. Also Story in Anführungsstrichen. So, wir können noch ein paar Punkte, Skillpunkte vergeben, wo ich mir immer noch nicht genau sicher bin. Kann ich die gratis resetten? Nee, aber ich kann einfach so machen. Hey, kann ich auch nicht. Wie kann ich denn Punkte resetten? Offenbar gar nicht so einfach. Dann sollte ich mir gut überlegen, wo ich die rein tue. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir tun mal ein bisschen was in Marksmanship. Weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie am besten funktioniert und mich am stärksten macht. Von daher packen wir mal ein paar Punkte in Marksmanship, I guess. So, dann gehen wir raus. Wir haben diverse Quests bekommen. Wir brauchen Materialien, wir brauchen Bäume. Wir brauchen Wölfe für die Quest hier mit der Versorgung des Dorfes und so weiter und so weiter. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen raus in die Lande. Moin Moin Mr. Moffi, ein Wunder von auch dir. Sei was du willst, das ist die Story. Ja, so ungefähr, ja, genau. Moin Moin Finn, auch dir ein Traumhaften. Das hier ist, wie heißt das Spiel? Adventurous Domain Online, genau. Ah, guck mal, hier haben wir nochmal ein bisschen Erz. Adventurous Domain Online, ein kleines Indie-MMO, das aber sehr, sehr gut rezipiert wird. Und, auf das ich eben aufmerksam geworden bin und mal reinschnuppern wollte. Tatsächlich als Idee für den Stream. New World ist auch Richtung Sandbox und da weiß ich, dass ich auf der Insel Eternum bin. Ja, New World ist mittlerweile kein Sandbox-Spiel mehr. New World ist mittlerweile Theme Park. Die haben ja jetzt gerade erst angefangen, so ein bisschen richtig wirklich Story Delivery zu haben. New World ist kein Sandbox-MMO mehr. Trotzdem kann ein Sandbox-MMO einen gewissen Grundrahmen haben. Wir ja einen Grundrahmen, ja, aber wie gesagt, steht in der Regel da die Story nicht im Vordergrund. Kam raus am 26.01. Das Spiel hier, oder was? Ich weiß es gar nicht genau. Wann, also ich meine, es ist ja, glaube ich, noch nicht voll released, oder? Ist nicht irgendwie noch eine Beta oder ein Early Access oder sowas? Ich meine schon. Nochmals, die Reviews sind immer noch nicht gut. Die Reviews sind ausgezeichnet. Wir haben noch, warte mal. Ich kann es live für euch checken. Ich bin über meinen MMO-Artikel auf das Ding gekommen, weil da, glaube ich, die Reviews bei irgendwie 86% sehr positiv oder sowas waren. Wir können es jetzt mal eben kurz checken, wie die Reviews sind. Ich sag's euch jetzt. Sie sind bei, warte mal. 7 von 10 Sternen. Ja, gut, okay. Es ist gut. Vielleicht ist es exzellent, ist vielleicht ein bisschen. Sie sind bei 7 von 10. Also es kommt zumindest gut an. Ich finde 7 von 10 ist durchaus. Durchaus was man gut nennen kann. Laufen ist schon echt irgendwie unbeschreiblich. Ja, das Laufen ist sehr, sehr goofy-artig, das ist richtig. Das Laufen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Schlimmer finde ich ehrlich gesagt, dass das Kämpfen ein bisschen. Und das ist unglaublich. Warum bin ich so schwach? Ich mache dem echt gar keinen Schaden. Das ist nur ein Wolf. Es ist halt nur ein Wolf. Warum mache ich dem so wenig Schaden? Das kann ich noch nicht anziehen, weil ich keinen Light Armor habe. Den kann ich auch noch nicht tragen. Ich weiß nicht, wie ich hier. Ah, guck mal, kann ich zumindest mal tragen. Das könnte vielleicht helfen. Ja, das gibt mir noch zumindest noch mal ein bisschen Physical Armor. Aber ansonsten, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht, warum ich so hart von dem auf den Schniss krieg. Da bin ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Slashing Damage 2 bis 4, das hier hat. Okay, das ist dasselbe, glaube ich.
Ja. Das ist das Equipped Rusty Sword. Ich weiß nicht, was ich machen kann, damit ich weniger auf den Schnüss kriege hier von den Wölfen. Das ist crazy, wie hart die mir auf den Schnüss geben. Laufanimation macht mich fertig. Die ist schon sehr cartoonartig. Vor allem, wenn ich so ein bisschen so ein paar Kurven lauf. Definitiv. Wunderschönen guten Abend, Sunny Redwood, dir auch. Willkommen, willkommen. Schön, dass du dabei bist. Einen wundervollen wünsche ich. Kannst du dein Ziel mit Tab-Fokus nehmen? Ja, ja, das kann ich ja. Wenn ich Tab drücke, ich meine, ich brauche es nicht unbedingt jetzt, wenn ich eine Armbrust habe oder so. Aber ich kann es gleich nochmal eben, wenn wir nochmal einen Wolf haben oder so, kann ich das gerne zeigen. Es gibt quasi so eine Art Lock-on mit Tab, genau. Das ist ja das, was du wahrscheinlich meinst. Wenn ein Gegner ist, kann ich Tab drücken und dann hier jetzt bei dem. Und jetzt habe ich den halt hier im Target. Wobei er dann halt immer super nah dran ist. Das ist das, was mir nicht so gefällt. Deshalb gehe ich da immer lieber raus und mache das so. Alter, ich gewinne halt nicht mal hier gegen so einen absoluten Standardwolf. Why? Und nicht mal der Pot kommt durch. What the fuck? Wie soll ich denn hier leben? Ich glaube, wir müssen legit nur mit dem Dingens arbeiten, mit der Armbrust. Sonst weiß ich nicht, wie wir leben können gegen fucking Wölfe. Ich meine, die sind hier gut machbar, die Skelette. Kann auch sein, dass sie hier deshalb die ganze Zeit da sind, weil sie sich da hochgrinden an den Skeletten oder so. Ich weiß es nicht. Aber die Wölfe sind übel, wenn man bedenkt, dass eigentlicher Gegner sein sollten, die du easy machen kannst. So. Warum kann ich den hier nicht auf... Ne, will er irgendwie nicht. Okay. Dann packen wir, weißt du was? Dann packen wir den mal eben kurz. Packen wir den mal hier hin. So. Hä? Warum willst du hier nicht auf eine Leiste? Ne. Irgendwie geht's nicht. Und was ist das hier überhaupt? I can't do that with this weapon. Ha! Was ist das für ein Skill? Warte mal. Ah, okay, das ist mein Rechtsklick. Okay. Das ist mein Rechtsklick, nevermind. Ich verstehe nicht, warum ich den Dingenskill nicht mehr ausrüsten kann, den hier. Da steht doch Available Skill. Warum kann ich den... Ne, irgendwie will er nicht den nicht ausrüsten. Ich weiß nicht, wirklich nicht, warum. Keine Ahnung. Ja, schließe ich mir nicht so richtig, muss ich sagen. Gibt es eine World Map? Nee, es gibt keine World Map. Ich glaube, das ist auch eine bewusste Entscheidung, dass es keine gibt. Es gibt halt hier, ne, ich habe hier diesen Kompass und wenn ich jetzt wissen will, wo ist die Stadt oder wo ist hier die Krypta? Die Krypta ist hier. Da ist die Stadt, 270 Meter. Also ich sehe das ja da oben an diesem Kompass. Und ich sehe diese Minimap da rechts oben im Bild. Ich sehe aber, es gibt aber keine World Map. Oder wenn es eine gibt, dann habe ich die vielleicht noch nicht gefunden oder so. Also zumindest startest du nicht mit einer, defaultmäßig. Gangbild schreit nach Hüftoperation. Ja, das ist in der Tat richtig. So, können wir jetzt mal... Ah, okay, das ist hier einfach nur Rechtsklick. Okay, nevermind. Können wir jetzt hier mal bitte so einen blöden Wolf töten? Ich mache auch richtig... Ich habe dem gerade 22 Schaden gemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Manchmal mache ich den irgendwie super viel Schaden, vor allen Dingen mit der Armbrust. Und manchmal kommt halt gar kein Schaden durch. Ich weiß legit nicht, woran das liegt. Also, warum ich manchmal mit den Schüssen so viel mache und warum so wenig. Es wirkt sehr, sehr willkürlich tatsächlich. So, wir nehmen mal den ganzen Bums mal mit, weil ich gleich auch mal gucken will, ob wir ein bisschen uns besseres Gear machen können. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Na komm. Würdest du mal bitte schießen? Dankeschön. Sind halt Wölfe, denkst du in Real Life one-shottest du die auch? In Real Life würde ich die easy one-shotten. Aber leider ist es hier nicht Real Life. Leider ist es hier nicht Real Life. Musst du den Stream neu laden? Wie sieht's mit dem Holzfällen aus? Das geht immer dann, wenn ein Baum quasi schon liegt. Also ich kann wohl einen Baum abbauen, sobald ich den Stamm am Boden liegen sehe. Ich kann aber nicht da einfach hingehen und das dann jetzt quasi hacken. Vielleicht ist was da hinten liegt. Können wir eben kurz testen. Ob das so ein Punkt ist, wo ich mal ein bisschen Holz sammeln kann. Müsste eigentlich. Ja, genau. Da können wir hacken.
By the way, na, ihr seht, Animationen sind da auch noch nicht so on point. Ich hatte legit keine Hacke in der Hand, als ich das gemacht habe. Auch da muss man noch ein bisschen Geduld mitbringen, offenbar, bis da die Animationen vollständig sind, so wie es aussieht. Ah, guck mal, da hinten ist nochmal einer. Nehmen wir den noch mit. Und hier ist auch sehr viel Erz, tatsächlich. Das heißt, wenn wir hier fertig sind, dann müssen wir die ganzen Quests in der Stadt abgeben können. Normalerweise. Morgen arbeiten viel schlimmer, fühle ich. Ich muss Videospiele spielen, um zu arbeiten, aber ich habe trotzdem keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Weil ich andere Dinge lieber spielen würde, sagen wir es mal so. Spiel hat interessanteres Early Game als WoW, das mit Sicherheit. Na, es hat halt zumindest, ne, also sehr viel Freiheit. Es hat halt so ein klassischen Sandbox-Ansatz. Du wirst halt raus in die Welt geschickt, kannst sofort überall hinlaufen, auch in Gebiete, die offensichtlich noch nicht für dein Level gemacht sind. Es hat einen sehr starken RPG-Ansatz. Berufe spielen eine große Rolle. Na, es ist halt wirklich vom Grafikstil her interessanter als andere, wenn auch, ne, die Laufanimation sehr gewöhnungsbedürftig ist, ja. Aber es hat zumindest einen Grafikstil. Mich erinnert es ein bisschen an Valheim in schlecht so. Sieht aber zumindest besser aus als jetzt, was weiß ich, zum Beispiel so ein Projekt Gorgon, ne, als Beispiel. Und das Kampfsystem ist Action Combat. Jetzt regnet's. Das ist auch nochmal so ein Punkt, glaube ich, wo viele Leute mehr Interesse haben als bei anderen Titeln, weil andere Titel den großen Nachteil haben, dass sie eben, ja, Tap-Target haben. Und wenn du Oldschool bist und dann noch ein Tap-Target-System hast, so, da sind halt sehr viele Leute raus, das weiß ich. Da ist halt so ein Action-Combat-System deutlich reizvoller. Für Leute, die halt grundsätzlich Interesse haben, so ein... Leider rutsche ich runter, alles klar. Die grundsätzlich Interesse haben, halt so ein oldschooligeres Spiel zu spielen. Oder so ein, ich sag mal, MMO mit alten Tugenden, so will ich es mal nennen. Eher so ein Indie-MMO. Man merkt auch, wie wichtig manche solch unwichtige Dinge sind, wie das Laufen. Ja. Ich hätte auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so ein... Ich meine, klar, es sieht sehr, sehr bescheuert aus, das auf jeden Fall. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das ein Punkt ist, wo so viele Leute drüber stolpern würden, über die Laufanimation. Weil ich bin ganz ehrlich, mir ist das scheißegal. Ich bin jetzt nicht so hart demotiviert von der Laufanimation wie vielleicht einige von euch. Mich stören dann andere Dinge mehr. Also mich stört halt die Performance sehr hart, muss ich leider sagen. In den Kämpfen und so. Das ist ein Punkt, der mich deutlich mehr stört. Dass es halt einfach ein bisschen ruckelig läuft, nicht so sauber. Das gefällt mir nicht so gut. Was spielst du zurzeit privat so? WoW spiele ich. Okay. WoW spiele ich, ansonsten, ich überlege gerade. Bisschen hier und da, bisschen League. Ganz klein bisschen Final Fantasy hier und da. Ich habe tatsächlich jetzt wieder angefangen, ein bisschen Lost Ark zu spielen, privat. Weiß aber noch nicht, ob nur für PvP oder ob ich wirklich auch ein bisschen mir das PvE antun will. Ich bin noch sehr unsicher. Ja, ansonsten im Moment eigentlich ehrlich gesagt nicht so viel. Ich warte vor allen Dingen auf Spiele. Ich warte auf sehr viel. Ich warte zum Beispiel hart auf Atomic Hearts. Und ich warte auf Wild Hearts. Bei den beiden Spielen habe ich große Hoffnung, dass sie mir gefallen werden. Und dann warte ich natürlich im MMO-Bereich, ist ja klar, auf sowas wie Throne at Liberty, Blue Protocol, irgendwann, wenn es mal kommt oder spielbar sein wird, Corepunk und so. Aber im Nicht-MMO-Bereich habe ich sehr große Hoffnungen. Diesen Monat kommen ja zwei große AAA-Spiele, bei denen ich hoffe, dass sie geil werden, nämlich Wild Hearts und Atomic Heart. Bei denen hoffe ich irgendwie, dass sie richtig nice werden. Also, beziehungsweise da glaube ich auch, dass sie nice werden könnten, sagen wir es mal so. Alter, gibt der mir wieder, der Wolf. Warum? Warum gibt der mir denn so hart und die anderen waren so machbar? Okay. Kann ich hier irgendwo, warte mal, kann ich hier nicht irgendwo ein Lagerfeuer oder sowas? Let's go. So, was brauche ich denn hier für die Lederkleidung? Da brauche ich, was ist das? Scrap Leather und Scrap Clove. Und wie viel habe ich? Scrap Leather haben wir viel, aber wir haben keinen Clove. Muss ich mir das aus Cotton machen oder so? Oder wo kriege ich das her? Auf jeden Fall kann ich es leider noch nicht machen. Das ist schade. Weil, ich glaube, dann hätte ich halt wesentlich... Guck mal. Nee, können wir auch nicht machen. Dann hätte ich, glaube ich, wesentlich bessere Chancen. Mal gegen so einen Wolf zu überleben, als aktuell
Mit den Tools, die oder mit dem Gear, das mir eben jetzt zur Verfügung steht. Habe ich noch mal ein paar Skillpunkte, maybe? Nee, nicht mal Skillpunkte habe ich. Okay, wir können mal, glaube ich, wenigstens ein bisschen was in der Stadt abgeben. Oder? Warte mal. Was haben wir denn hier Schönes? Also. Explore Glenmire haben wir, ich sage mal, ich will ja mal Glenmire sagen, aber fast fertig. Find the Town Storage ist das Einzige. So, das spielt keine Rolle, das spielt keine Rolle. Das ist auch weit entfernt. Wie sieht's denn aus hier mit Mining? Guck mal, Mining haben wir fertig. So, Fishing können wir nicht machen. Timber haben wir fertig. Cooking können wir, glaube ich, auch nicht machen. Okay, da können wir zumindest ein paar Sachen können wir abgeben. Das heißt, wir gehen mal zurück in die Stadt. Vielleicht wird das ja irgendwie schon helfen oder so. Mal gucken. Hogwarts Legacy habe ich bei mir extrem, ja. Also ich... Naja, mal von der Kontroverse mal abgesehen, weiß ich immer noch nicht, ob das jetzt wirklich ein gutes Spiel wird, weil bei dem, was Leute gesagt haben und die es angespielt haben, so habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, dass es halt eine völlig irrelevante Spielwelt haben wird. Da bin ich mir sehr unsicher. Diablo 4, klar, natürlich freue ich mich pervers auf Diablo 4, gerade auch, weil das halt so MMO-Aspekte haben wird. Also, das wird ja eine Shared Open World haben, es wird PvP haben und so. Einige Aspekte, die man eben aus MMO-RPGs kennt. Und es wird, selbst wenn es die nicht hätte, dadurch, dass es eben atmosphärisch wieder so nah dran ist an Diablo 2, würde ich mich alleine deshalb schon darüber freuen. So. Also klar, Diablo 4 ist bei mir ganz, ganz weit oben. Diablo 4 ist wirklich bei mir ganz, ganz, ganz weit oben. Aber das ist ja leider erst Sommer. Deshalb also, ich habe jetzt die Dinge genannt, die halt nah dran sind. Also Releases, die jetzt wirklich innerhalb der nächsten ein, zwei Monate kommen. Da, oh was? Was bist du denn? Ein Elementar, der aber mal wieder... ich habe keine Chance gegen den. Warum bin ich denn so schwach? Warum bin ich denn als Anfänger so unfassbar schwach? Ich kann mich ja legit gegen nichts zur Wehr setzen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe legit keine Ahnung, wie ich gegen sowas kämpfen soll. Ich weiß es. Ich weiß auch nicht, wie ich hier gegen Wölfe zurechtkommen soll. Alles tötet mich in diesem Spiel. I don't know. Sind ja wahrlich herausragende Bäumstämme. Ja. In der Tat. Wirst du Wolong spielen? Ja. Ja, Wolong ist auch noch... das Problem ist, bei Wolong weiß ich gar nicht, was mich da erwartet. Wir haben ja gerade über Spiele geredet, bei denen ich eine gewisse Grundhoffnung habe, dass sie gut werden. Also wirklich gut. Und das habe ich halt bei Wild Hearts, weil ich halt dieses Monster Hunter Prinzip mag und es sieht sehr gut aus, wie ich finde. Ich finde, Wild Hearts sieht richtig gut aus. Und bei Atomic Heart habe ich das genauso. Das gibt mir sehr harte Bioshock-Vibes und mir fehlt so ein Spiel. Ich hätte wieder gern so ein Spiel wie damals Bioshock, als man das erste Mal Bioshock gespielt hat. Da gibt mir Atomic Heart gibt mir sehr diese Vibes. Und deshalb die beiden Titel, da habe ich halt wirklich mittlerweile Hoffnung. Bei Wolong weiß ich es nicht. Also das sieht super geil aus und ich werde es bestimmt spielen. Aber ich weiß nicht, ob man berechtigte Hoffnung haben sollte, dass es gut wird. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich habe aber auf jeden Fall mega Bock drauf. Und wenn es geil wird, dann bin ich der Erste, der das zockt. Auf jeden Fall. Wolong ist auf jeden Fall auf meinem Schirm. Definitiv. Apropos Lost Ark, am 8.2. ist einjähriges Jubiläum. Gibt es da irgendwas Besonderes zu? Oder was ist da die Idee? Ja, Ashes of Creation wird noch ewig brauchen, ja. Ashes wird noch ewig brauchen, das ist mit Sicherheit. Wir müssen hier noch mal eben kurz diese Townboard-Sache finden. Damit wir diese eine Quest hier abschließen können. Die Explorer Genmeier. Find the Town Storage. Den müssen wir hier irgendwo finden. Dann haben wir nämlich die Quest fertig. Frage ist, wo genau ist das? Vielleicht da hinten irgendwo. Glaube ich, der einzige Punkt, wo man... Ist das, bei dem hier können wir die Quest abgeben, genau. Der wollte hier das Holz haben, exakt. So, danke. Kriegen wir ein Level up, sehr schön. Und kriegen, glaube ich, auch ein Skill-Dingens hier. Ja, gib mir Stamina. Den nehmen wir gerne mit. Und wir haben auch hier wieder ein paar schöne Skill-Punkte bekommen. Und die stecken wir mal in... wir stecken alles in Marksman und Light. Was wir halt haben, was nicht viel ist.
Weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwie das Sinnvollste für mich. So, und jetzt müssen wir K drücken und dann können wir nämlich den hier rein tun, maybe? Ja, okay. Gut. Okay, jetzt müssen wir nur noch das Storage-Ding finden. Ich hoffe mal, dass das da hinten. Während die Sonne sich wieder dem Ende entgegenneigt. Guck mal, was hat der denn, Kollege, hier denn? Wie viele Schwerter hat der? What the fuck? Der hat hier zwei Schwerter und noch irgendwie ein großes oder irgendwie sowas. Sehr strange. So, was ist das hier? Kann ich da durch? Immer dieses explodierende Geräusch. Wenn du irgendwo reinläufst. What the fuck? Okay, hier ist das Storage. Let's go. Das heißt, wir müssen jetzt die Quest auf jeden Fall fertig haben. Kann ich hier Sachen lagern? Open Storage? Würde ja Sinn machen. Hallo? Nö. Irgendwie nicht. Wenn ich da dran gehe und E drück und Open Storage drück. Ah doch, jetzt geht's. Aus irgendeinem Grund geht's jetzt. Okay. Also, können wir hier noch was Sinnvolles reintun? Die Schaufel zum Beispiel, die können wir nämlich nicht benutzen. So, was haben wir noch? Iron brauchen wir später für die Quest. Ich glaube ehrlich gesagt den Rest. Hier Broken Bones brauchen wir nicht. Hallo. Okay, das ist leider sehr, sehr buggy. Es dauert Ewigkeiten, bis es mal rüber geht. Das ist tatsächlich schade. Die Fackel behalten wir mal. Was ist das hier? Scrap Wood. Oh, glaube ich auch nicht direkt. Okay. Die können wir, denke ich, auch mal rüber tun. Und den Rest, denke ich mal, werden wir behalten. Kommt jetzt wieder Boom. Naja. Entweder ein Freeze oder, tatsächlich einfach diesmal kein Geräusch. Okay. Oh. Ja, schade. Da kommt der Disconnect rein. So viel zu dem Thema. Und, hä? Warte mal. What? Ich habe kein Play mehr. Hier ist kein Play. Ich kann nur Exit drücken. Hier ist kein Play. What? Wait, what? Okay, das ist sehr interessant. Dann würde ich sagen, starten wir das Ganze mal neu und hoffen, dass wir jetzt gleich wieder reinkommen. Oh mein Gott. Das ist sehr, sehr, sehr bedauerlich. So, ich starte es nochmal eben. Let's go. Was ist Wolong? Wolong ist ein, ja, wie soll man das beschreiben? Action Third-Person-Spiel. Was sehr, sehr gut aussieht. Irgendwie erinnert mich das Game an Albion. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen erinnert es mich da auch dran. Gewisse Aspekte davon zumindest. Braucht man für Wildheart eigentlich einen Controller? Keine Ahnung, das kann ich noch nicht sagen. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Ob man das gut am PC spielen kann. Ich werde es natürlich versuchen, am PC zu spielen, weil... Hallo? Hallo? Also, so wie es aussieht, will er mich nicht mehr reinlassen. Okay, wir haben den Timecode E. Generally restarting Steam and or your computer. Ja, das ist jetzt doof, weil ich kann weder das eine noch das andere gut neu starten. Also den Computer sowieso nicht, dann ist der Stream vorbei. Aber auch Steam kann ich nicht gut neu starten, weil ich bedauerlicherweise meine Steam-Daten nicht so parat habe. Das heißt, wir probieren es jetzt nochmal. Und wenn es dann nicht geht, dann befürchte ich, müssen wir für die letzte Stunde des Streams uns was anderes überlegen, weil... Komm, lass mich drauf. Na komm. Nee, offenbar will er nicht. Leider will er offenbar nicht. Das ist sehr, 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 sehr bedauerlich. Das ist sehr bedauerlich, ja. Ja, schade. Das ist, befürchte ich, das Ende vom Adventurers Domainstream für heute.